So Leute, es geht weiter. Ich habe mal gerade hier alle auf schwer gesetzt, weil ich bin unterfordert gewesen. Und außerdem, die Herausforderung ist doch dann viel schöner auch noch für euch zum mit angucken, wenn ich dann failen sollte. Okay, es ist Peach an der Reihe. Und wuhu, Ereignis! Jetzt ist wieder tot vorne. Okay, das müsste ich jetzt eigentlich schaffen, da hinzukommen, gescheiter. Okay, nächstes vier Player Minispiel. Wildes Ausschneiden. Mit dem Pressluftbohrer muss man eine Form ausschneiden, in dem Fall ein Buhu. Wer mindestens 80 Punkte erhält, der hat gewonnen. Dieses Spiel kam auch in Mario Party 2 und 8 vor. Bei denen galt es aber darum, bei 8 galt es darum, wer zum Beispiel in einer bestimmten Zeit die meisten Figuren ausgeschnitten hat, und bei 2 hat derjenige gewonnen, der am ordentlichsten ausgeschnitten hat. Ja, und ich war noch nie so gut im Wildes Ausschneiden. Erst recht nicht mit einem Controller, bei dem der Joystick, also der Controlstick, ziemlich in Mitleidenschaft geraten ist. Okay. Hab's wieder noch geschafft und mal sehen. Ah, 87, das ist doch okay. Und die Geister kommen. Komisch, die müssten sich eigentlich, wenn sie uns anstarren, die Gesichter zuhalten und stehen bleiben. So war das doch schon immer mit Buhus. Okay. Ja, ihr seht halt 84 Münzen. Deswegen spiele ich jetzt immer auf der höchsten Spielstufe, auch wenn ich dann nicht gewinne. Ist aber lustiger so. Und dann gibt's mehr Vintage. Okay. Boah, Glück gehabt. Also Luigi wäre beinahe zu Buhu gekommen. Wer zu Buhu kommt, der kann von ihm... kann ihm den Auftrag geben, dass er für ihn von einem anderen Mitspieler Münzen schickt. So, das ist der andere Pilz. Yoshi muss jetzt eine Runde aussetzen. Dieses Feld tauchte nur in Mario Party 1 auf. Deswegen bei einem anderen Teil werden wir es nicht... Oh no! Was habe ich getan? Ich habe Bowser aktiviert. Oh nee. Bad luck is bad. Okay, mal sehen, was Peach jetzt reißt. Na, nicht viel. Verdammt! Und jetzt im nächsten Durchgang würfel ich da eine hohe Zahl, die ich jetzt gebraucht hätte. Okay, die Mario Brothers gegen Peach und Yoshi. Yoshi! Tiefseetaucher. Ein Mitspieler ist oben im Boot. Der andere hängt an der Leine und taucht. Und dann geht es darum, wer jetzt halt, welche Schatztruhen man hier alle bergen kann. Je größer sind, desto, mehr Geld ist drin. Ich versuche halt immer in der Regel, die unterste zu bekommen. Weil man hier die meisten Münzen drin hat. So wie ein, also ich schwimme über A, wiederholtes Drücken von A und halt lenken. Wenn ein Mitspieler eine Schatztruhe hat, muss der im Boot sitzt, quasi den Joystick auch wieder drehen, um ihn einzuholen. Und wenn so eine kleine Zahl auftaucht, bedeutet das so viel Zeit nur noch zum Atmen. Das Lustige ist, Computerspiele, egal ob sie auf schwer gesetzt sind oder nicht, vermasseln es eigentlich in der Regel immer, sich diese große Schatztruhe zu holen, die ich eben geholt hatte. Aber, naja, es ist nicht so das Problem. Jetzt ist hier drüben noch einiges. Ja, man hat halt immer nur begrenzte Anzahl Zeit, unter Wasser zu bleiben. Ist ja logisch. Wow, ist mal logisch in einem Nintendo-Spiel. Ich dachte schon, die ergeben alle keinen Sinn mehr. Na, egal. Ja, man kann auch den anderen Spieler, der unter Wasser ist, daran hindern, schneller wieder aufzutauchen, indem man ihn eigentlich bedrängt, so quasi wie ich jetzt hier. Ja, also sexuelle Belästigung im Pilzkönigreich. Okay, damit war es auch für dieses Minispiel. Mein Team hat 16 Münzen erhalten und damit habe ich schon die vollen 100. So, jetzt seht ihr, warum ich meinte, das ist sonst zu einfach, wenn ich es nicht auf schwer spiele. Okay, ich entschuldige mich dafür halt jetzt, Leute, aber... Wie dem auch sei, Luigi wird jetzt mir sowieso die Münzen stehlen wollen. Ja, wenn man 50 Münzen hat und damit zu Buhu geht, kann man sogar von jemand anderem den Stern stehlen. Aber da noch keiner einen Stern hat, muss er halt mit den Münzen vornehmen. Okay. Ja, okay, 6 Münzen hat er nur gestohlen. Macht ja nichts. Aber es gibt auch Fälle, da stiehlt Buhu dann so um die 20 herum. Okay, Einzelspieler-Minispiel für Luigi. Die schalte ich nicht weg. Also, die kann man in Mario Party 1 nicht wegschalten. Ich werde es auch in den anderen Teilen nicht wegschalten, wenn Computer-Minispieler ein Einzel-Minispiel spielen, weil ich das auch kommentieren werde. Also Turmschläger, da geht es darum, dass er versuchen muss, innerhalb von 10 Sekunden an die Truhe da oben zu kommen, indem er die Holzklötze schlägt. Schlägt er einen Wump, so schleudern die ihn wie so ein Flummi-Effekt halt von dem Turm runter. Aber er hat es geschafft.
Wenn auch sehr knapp, aber das ist in der Regel immer nur auf die letzten paar Sekunden machbar. Außer bei Chuck Norris, der kommt rein, starrt die Kisten an und hat gewonnen. Okay, es geht weiter. Kurzes Zwischenergebnis halt, ja. Also in der Regel, wenn man ein Minispiel gewinnt, dann kriegt man halt seine 10 Münzen, wie ihr jetzt schon mitgekriegt habt, schon längst. Yoshi muss aussetzen, er ist benebelt. Und ich vermassel es jetzt. Oh, 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 oh! Chance Time! Hier kann man durch ein Zufallsroulette das Ganze noch kippen. Willkommen auf dem Ausrufezeichenfest. Möge das Glück dir auf diesem Feld beistehen. Du kannst verschiedene Ereignisse bewirken, wenn du die Blöcke stoppst. Also, es kann jetzt zum Nachteil oder zum Vorteil für mich werden. Man stoppt die beiden äußeren Blöcke, um die Mitspieler zu entscheiden. Einer gibt dem anderen immer was ab. So. Mal sehen. Okay, Yoshi muss jemanden 20 Münzen geben und Luigi. Okay. Oh, die Ergebnisse sind da. Yoshis Münzen gehen an Luigi. Ihr werdet noch erleben, dass ich, wenn ich mal bei einem anderen Spielbrett auf so einem Ding lande, garantiert einstelle, wieder versehentlich, dass ich Münztausch machen muss. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich mit Freunden spiele. Mindestens mit einem, ja? Ich habe irgendwie so um die 120 Münzen, die anderen so bei 60, 80 stümpel die rum. Und dann komme ich da so auf Münztausch mit dem schlechtesten Spieler, der gerade mal 10 Münzen hat. Das ist dann natürlich sehr, sehr ärgerlich. Oh, oh, oh! Die Peach kommt nicht hin. Verdammt! Ich dachte bei einer 10. Aber Bowserfeld, das ist auch schön schrecklich. Oh, das ist das Bowserfeld. Wähle dein Schicksal mit dem Roulette. Ja, das war ein bisschen zu schnell weggedrückt, aber den Text kenne ich etwa auswendig. Oh, wir müssen Bowsers Tauziehen spielen. Ja, wir spielen jetzt ein Minispiel nach Bowser-Regeln. Da müssen die Verlierer ihm dann immer Münzen abgeben. In der Regel 20 bis 40. Deswegen, okay, hier geht es auch darum, wenn man den Control-Stick ganz schnell dreht, dass man halt den Spieler im Bowser-Kostüm oder das Dreier-Team runter zur Piranha-Pflanze zieht. Und da wir nicht verlieren wollen, müssen wir die Peach da runterziehen. Jetzt Fall! Fall! Na also. Ja, normalerweise bei einem 1 gegen 3 Minispiel würde sie jetzt hier 15 Münzen verlieren, wenn es nach den normalen Regeln gespielt werden würde. Und dann würde die 15 Münzen auf das Dreier-Team verteilt werden. In dem Fall gehen 20 Münzen an den Bowser. Der freut sich mal wieder wie so ein Kind, das gerade seine N64 bekommen hat. N64! Mal sehen, wer diese Referenz kapiert. Okay, eine gegen drei Minispiel. Das ist Röhrenlabyrinth. Das ist eigentlich nicht unbedingt ein Spiel, bei dem man können haben muss, sondern auch richtig einschätzen muss. Man hat ein paar Sekunden Zeit, sich anzugucken, der Einzelspieler, welchen Weg er wählen muss. Dann sucht er sich eine Röhre aus, gibt die Schatztruhe da rein und wenn er es richtig gewählt hat, kommt sie bei ihm unten an. Warum das unter 1 gegen 3 Kategorie gefallen ist, verstehe ich sowieso nicht. Nur weil der einzelne Spieler die Truhe auswählen kann. Aber wie dem auch sei. Ich glaube, Peach hat es aber richtig gewählt. Ja. Ja, Computerspieler, die kapieren eher, wo sie es abgeben müssen, als die menschlichen Spieler. Ich vermassel das in der Regel immer. Okay, Peach wins. So, damit ist sie gleich auf mit Yoshi. Und ich bin immer noch schön in Führung. Huhu. Oh, das ist Luigi Start. Okay. Jetzt muss ich nur hoffen, dass Yoshi hoch genug würfelt und er mir vorbeizieht und... Damn you, Yoshi! Er hätte auch wenigstens auf dem Fragezeichenfeld landen können. Nein! Ich brauche eine 1 Würfel, aber das ist auch mies. Na toll, eine 2! Fatality. Okay. Es ist hart, so weit zu kommen und dann zu verlieren. Nimm es. Es ist meine Schuld. Nimm diesen Stern. Ja, Bowser verschenkt immer Z-Sterne, die ebenfalls 20 Münzen wert sind, aber sie bringen einem nur Verlust ein. Was? Der Stern soll eine Fälschung sein? Das ist er nicht, er ist echt. Der Kopf. 40 Münzen! Damn you! Ich dachte nur 20. Also dann bis später. Verdammt! Verdammt! Verdammt, 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 verdammt. Na egal, das können wir noch wieder aufholen. Ja, kein Wunder, Bowser ist halt deprimiert, weil er hat alle Sterne in Mario 64 verloren. Und dann wieder in Mario Galaxy. Gute Arbeit, nimm diese zumindest als Bonus wie Glück. Ja, warum habe ich jetzt nicht Mario Sunshine aufgelistet, Digga? Da hat er ja nur die Shine Sprites, die Insignien gab. Okay. Peach ist an der Reihe, der ich jetzt schön den Weg bereitet habe zu Toad, damit sie auch ja für 20 Münzen einen Stern erhält.
gesagt, du hast... Er hat genug Münzen. Ja, die drücken das zu schnell weg. Ach, egal. Also, er hat nur gesagt, du hast genug Münzen und ich tausche die jetzt gegen diesen Stern hier ein. Dammit! Ah ja, dann gibt er meistens immer einen Hinweis zu dem Spielbrett. Ja, bei Mario Party 1 war es von der Story ja so, die alle wollten herausfinden, wer der Superstar ist. Dass ich diese Story jetzt bisher übersprungen habe, habe ich gemacht, weil ich den Einzelspielermodus eh noch extra machen wollte, aber jetzt nicht. Okay, 1 gegen 3 Minispiel. Bevor das Roulette startet, schneide ich hier wieder.